Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Ein O-Bein oder ein X-Bein ist für sich genommen noch kein Thema für einen Arzt. Manchmal aber können solche Fehlstellungen ernsthafte Schmerzen verursachen. Arthrose entsteht und die macht einem das Leben dann zur Hölle. In bestimmten Fällen empfiehlt sich dann eine Korrektur der Beinachse. Und wie das funktioniert und für wen das in Frage kommt, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Ralf Akoto. Er ist leitender Oberarzt der Sektionen Arthroskopie, Gelenkchirurgie und Sporttraumatologie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie uns, so ein O-Bein zu begradigen, das ist ja keine Kleinigkeit, auch nicht für den Patienten. Warum sollte man es trotzdem angehen? Das stimmt, das ist keine Kleinigkeit. Wenn man ein O-Bein hat und zusätzlich eine Arthrose auf der Innenseite beim O-Bein, dann ist das Erste, was man versucht, das mit konservativer Therapie irgendwie in den Griff zu bekommen. Physiotherapie, ja. Genau. Das ist manchmal aber nicht ausreichend. Und wenn man dann weiter persistierend Beschwerden hat, hat man die Möglichkeit, indem man das O-Bein zu einem geraden Bein macht, die Last, die das Gelenk trägt, von der verschlissenen Innenseite in die Mitte zu verlagern und so auch die Beschwerden sehr, sehr gut zu lindern. Also es ist ein sehr gutes Mittel, um so eine Arthrose zu behandeln und die Beschwerden deutlich zu lindern, dass man wieder gut zurechtkommt. Aha, das heißt also Arthrose vielleicht zu stoppen oder womöglich, dass sie jetzt anfängt zu verhindern und damit auch auf Dauer wahrscheinlich auch ein künstliches Gelenk zu verhindern, oder? Ja, ganz genau, ganz genau. Also man kann damit das Fortschreiten der Arthrose stoppen oder zumindest deutlich verzögern und das Ziel ist, die Notwendigkeit eines künstlichen Gelenks so weit wie möglich nach vorne zu schieben oder im besten Fall auch komplett zu vermeiden. Ja, wer kommt für Sie in Frage? Also ein leichtes O-Bein oder ein leichtes X-Bein haben ja viele. Und ich sagte ja vorhin schon, da müsste ja wohl schon einiges zusammenkommen. Das muss richtig wehtun, oder? Das sollte schon richtig wehtun. Also prophylaktisch sollte man so eine Operation nicht machen. Ich habe ein O-Bein und dann, ich habe auch O-Beine. Das ist schon eine große Operation. Aber wenn man ein O-Bein hat und dann Beschwerden hat, die durch Physiotherapie nicht besser geworden sind, dann sollte man schon mal überlegen und dann muss man gucken, wie ist denn das Bein? Ist es wirklich ein O-Bein? Da muss man dann ein Röntgenbild machen und da kann man dann genau messen, wie stark ist das O-Bein und wenn das so Richtung mehr als 3 Grad ist, dann kommt man schon für sowas in Frage. Dann muss noch passen, dass man sonst gesund ist, nicht Rauchen ist zum Beispiel nicht ganz günstig für so eine Beinachskorrektur. Das muss man zusammen mit dem Patienten analysieren und dann überlegen, ob man das Bein korrigiert. Gibt es da ein Mindestalter oder ein Maximalalter? Wenn man in die Studien schaut darüber, ist der optimale Patient so um die 40. Also man kann so sagen, so ein Fenster zwischen 30 und 50 ist optimal, aber ganz hart ist das nicht. Wenn man biologisch jung ist, dann kann man auch einem 60-Jährigen eine Beinachskorrektur machen oder manchmal ist auch ein 60-Jähriger oder ein 50-Jähriger schon so begleiterkrankt, dass für ihn das nicht mehr das richtige Verfahren ist. Also biologischer Alter eher unter Rentenalter. Ja, bei so einem O-Bein, da gibt es ja verschiedene Stellen innerhalb Oberschenkel, Kniegelenk, Unterschenkel, wo diese Krümmung überhaupt entsteht. Spielt das für Sie eine Rolle? Ja, das ist ganz wichtig. Das muss man vorher analysieren. Man macht so ein Röntgenbild vom ganzen Bein und dann kann man das vermessen. Und dann kann man sehen, ist die Krümmung im Schienbein, im Oberschenkel oder ist es, weil das Gelenk schief ist, weil da Meniskus oder was auch immer fehlt. Das muss man analysieren. Beim O-Bein ist es am häufigsten am Schienbein, aber nicht immer. Mhm. Beim X-Bein ist es meistens der Oberschenkel, auch nicht immer. Und wenn man dann eine Korrektur macht, muss man auch da die Korrektur machen, wo die Fehlstellung ist. Ja, können Sie dann, also ist es denn für Sie sozusagen egal? Ist das beides gut machbar, sowohl den Knochen zu begradigen als auch das Gelenk? Das Gelenk, das kann man durch eine Operation nicht begradigen. Durch die Knochenbegradigung stellt sich das Gelenk dann ein bisschen gerader hin. Also man begradigt den Knochen, nicht das Gelenk. Ja, okay. Wie geht das? Also eine Achskorrektur, das
kommt einem ja doch brachial vor. Ne? Denn sie greifen ja ein in den Knochen, in den eigentlich gesunden Knochen, oder? Ja, das stimmt. Man muss einen Schnitt in den Knochen machen. Man kann entweder eine öffnende Osteotomie machen, so nennt man das, wenn man einen Knochen schneidet, dann macht man einen vorsichtigen Schnitt in den Knochen und klappt den Knochen dann wie so einen grünen Ast auf, dass da so ein, dass es so aufgeklappt wird und dann macht man das mit einer Metallplatte fest. Oder man kann, wenn man eine schließende Osteotomie macht, so einen Keil aus dem Knochen rausschneiden und das zuklappen und dann auch mit einer Metallplatte das so feststellen halten. Ja, also das mit dem Keil, das kann ich mir vorstellen, dass, also wie bei so einem Ast, wo man noch so ein Holzkeil mit reinsetzt, damit der Ast danach gerade ist, ja, oder so wie man auch ein Gebüsch veredelt zum Beispiel. Aber Sie sprachen jetzt von einer geschlossenen und einer offenen. Hat das damit zu tun, ob ich das von der Innenseite meinetwegen des Schienbeins mache oder von der Außenseite? Nein, das kann man außen oder innenseitig am Schienbein oder am Oberschenkel machen. Öffnen heißt, dass man einen Schnitt aufklappt, wie einen Schnitt in so einen grünen Ast. Man lässt die Außenseite heile und dann klappt man das vorsichtig auf. Auf der Innenseite klappt es auseinander, auf der Außenseite bleibt stehen und so wird es vom O zum geraden Bein. Ja. Und was schiebt man da rein? Da schiebt man gar nichts rein. Oder wenn man es größer aufklappt, kann man auch Knochen da rein machen, damit es schneller heilt. Aber man muss da eigentlich nichts reinschieben. Man hält das mit einer Metallplatte fest und dann wächst da wieder Knochen rein. Ach so, das heißt, da wird gar kein Keil reingeschoben, sondern es wird durch einen Stab verschraubt oder eine Platte gerade gehalten, solange bis es zusammengewachsen ist. Ganz genau. Man hält das mit einer Metallplatte zusammen und wenn man das relativ weit aufklappt, dann kann man auch da Knochen, Spenderknochen reinmachen, dann heilt es ein bisschen schneller. Und ist das Bein danach komplett gerade? Das Bein ist danach komplett gerade. Das ist das Ziel der Operation. Das plant man so. Man macht vorher eine Analyse und eine Planung, wie man das Bein begradigt. Und während der Operation dann wird das nochmal kontrolliert. Und das Bein ist nach der Operation kommt nahezu gerade. Also bei einer oberen Arthrose macht man eine leichte Überkorrektur. Man macht so abhängig vom Arthrosegrad zwischen gerade oder 1 bis 2 Grad X-Bein. Bei einem X-Bein macht man das Bein komplett gerade. Da ist eine Überkorrektur nicht so günstig. Dann hat man ja aber noch ein zweites Bein und das ist ja im Zweifel dann auch ein O oder ein X. Das kann sein. Ja, es muss nicht sein, dass beide Beine O-Beine sind, aber es ist häufig. Wenn man einen Patienten hat, der dann nachher ein gerades und ein O-Bein hat, das ist eigentlich kein Problem für den Patienten. Die kompensieren das. Manche Patienten haben auch auf beiden Seiten die Probleme und dann kommt ein paar Jahre später das andere Bein rein. Das kann auch sein. Aber es ist eigentlich kein Problem, mit einem O-Bein und einem begradigten Bein durchs Leben zu gehen. Das merken die Patienten nicht. Das heißt, sie humpeln nicht, sondern der Körper gewöhnt sich daran? Der Körper gewöhnt sich daran. Ja. Die Patienten sind glücklich, dass das Knie nicht mehr wehtut und können viel mehr machen als vorher. Ja. Dieser Eingriff, diese Operation, wie lange dauert sowas? Die Operation selbst dauert so eine gute Stunde. Die Erholung von der Operation dauert aber. Da muss man dem Patienten sagen, die brauchen Geduld. Also ja, man kann denen schon sagen, die ersten 4 Monate, da werden sie Schmerzmittel brauchen. Das hat schon Potenzial weh zu tun. Man muss Geduld haben. Schmerzmittel, wodurch entstehen denn da die Schmerzen? Das ist ja eigentlich das sei wie ein Knochenbruch im Grunde genommen. Das ist wie ein Knochenbruch, der Knochen muss heilen. Und solange der Knochen nicht fest ist und stabil ist, macht das Schmerzen. Ja, Heilungsschmerzen. Das heißt, wie lange bin ich im Krankenhaus? Im Krankenhaus so zwischen 3-4 Tage in der Regel. Und dann? Dann kommen sie nach Hause und haben Gehstützen. So Richtung 6 Wochen brauchen sie Gehstützen. Wie viel Belastung darf ich? Wir sagen 20 Kilo, also das ist ungefähr das Gewicht vom eigenen Bein, dürfen sie belasten. Okay, also eigentlich nicht. Also im Grunde genommen, ich darf mitlaufen mit dem Bein, sozusagen, mit abrollen, aber nicht belasten, scheint mir, ne? So 20 Kilo. Ist ganz genau. So mitlaufen, das Bein, das Gewicht vom Bein auf den Boden stellen, das ist auch schützt vor Thrombosen, aber sie dürfen es nicht voll belasten. Und wie lange? 6 Wochen. Und dann? Und dann dürfen wir es belasten, so wie die Schmerzen erlauben, trainieren mit dem Physiotherapeuten, dass die Gehstützen weg sind und
das Bein heilt und heilt und es geht immer besser. Und, irgendwann dann, ist es wie neu. Irgendwann ist es fast wie neu. Und was mache ich mit meiner Arbeitsfähigkeit? Kommt ein bisschen darauf an, was Sie machen. Wenn Sie einen Bürojob haben, dann können Sie schon 6 bis 12 Wochen da wieder im Büro zurück sein. Wenn Sie schwer körperlich arbeiten, kann das schon bis zum halben Jahr dauern, dass Sie da wieder zurückkommen. Oioioi. Eine Knieprothese würde nicht so lange dauern, ne? Eine Knieprothese ist in der Regel, mit einer Knieprothese ist man in der Regel ein bisschen schneller fit. Mhm. Knieprothese ist das Problem, eine Knieprothese hält nicht für immer. Mhm. Die haben gewisse Standzeiten, die Knieprothese hält, wenn sie gut ist, 20 Jahre. Wenn man jetzt einem 40-Jährigen eine Knieprothese einbaut, dann braucht er mit 60 vielleicht die nächste. Und die zweite Knieprothese ist nicht so gut wie die erste. Mhm. Deshalb muss man bei einer Knieprothese gut überlegen, ob das der richtige Patient für eine Knieprothese ist. Ja, zumal ja auch noch das O-Bein dann auch noch da wäre. Oder? Das, also, ja, oder hat das keinen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit einer Prothese? Auch eine Prothese ist auch in einem gewissen Maße in der Lage, ein O-Bein zu korrigieren. Mhm. Ein starkes O-Bein, da ist das ein bisschen schwieriger. Ein weiteres Problem bei Knieprothetik ist, oder bei Endoprothetik ist, die funktionieren nicht bei allen Patienten gut. Patienten, die zum Beispiel keinen vollschichtigen Knorpelschaden haben, da sind häufig die Ergebnisse nicht so gut bei einer Knieprothese. Das sind auch nicht die richtigen Patienten. Also man muss gut abwägen, ist das ein Patient jetzt eher geeignet für eine Endoprothese oder für eine Beinachskorrektur. Da sind harte Gründe gegen die Endoprothese. Das Alter, junge Leute, sollte man sehr zurückhaltend sein, eine Endoprothese zu initiieren. Und auch ein nicht vollschichtiger Knorpelschaden ist ungünstig für eine Endoprothese. Und wenn wir schon bei den Prognosen sind, also bei der Haltbarkeit, was kann ich denn erwarten von der Beinachskorrektur? Wenn die Indikation passt, wenn man so ein richtiges knöchernes O-Bein hat, der Patient das richtige Alter hat, dann sind die Ergebnisse sehr, sehr gut. 80-90% der Patienten sind 10-20 Jahre glücklich damit, kommen damit gut zurecht und sagen, also wurden nicht gewechselt auf eine Knieprothese, sagen, ich würde das nochmal machen. Es gibt Grenzfälle, da muss man dann genau abwägen. Junge Leute mit einer innenseitigen Arthrose oder außenseitigen Arthrose, vielleicht posttraumatisch oder sowas, die nicht so eine... Also die einen Unfall hatten, die einen Unfall und hatten, hier entstanden ist, ja? Manchmal könnte die Prognose nicht so gut, trotzdem hat man keine guten Alternativen, dann muss man das mit dem Patienten besprechen und sagen, wir können, deine Prognose ist vielleicht nicht so gut, trotzdem, es gibt keine gute Alternative. Damit kommst du hoffentlich noch mal 7-10 Jahre gut zurecht. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!